Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, für meinen Erfolg tue ich alles. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die, naja, jetzt im übertragenen Sinne mal, für ihren Erfolg über Leichen gehen, die alles Mögliche anstellen, um nach oben zu kommen oder um etwas zu erlangen, was sie gerne haben möchten. Vielleicht gehen sie dafür mit dem Chef ins Bett, vielleicht opfern sie dafür ihre größte Liebe, vielleicht begehen sie sogar eine Straftat oder sie setzen einem Konkurrenten auf ganz schäbige Art und Weise zu. Also unser Thema heißt, für meinen Erfolg tue ich alles. Würde gerne mit euch sprechen, die ihr so gestrickt seid und ihr sagt ganz offen auch, naja, ich will halt das und das erreichen, das muss ja nicht unbedingt beruflicher Erfolg sein. Ich will das und das erreichen und dafür mache ich das halt. Und das ist mir das Allerwichtigste im Leben. Ich würde auch gerne mit Leuten reden, die ja früher mal so drauf waren und heute aber ganz anders denken und im Nachhinein sagen, ich habe schwere Fehler gemacht und habe da auch eine heftige Schuld auf mich geladen, was ich damals getan habe. Also, für meinen Erfolg tue ich alles. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Markus. Und Markus ist 22 Jahre alt. Hallo Markus, guten Morgen. Hallo Domian, hallo an alle draußen noch. Ja, schön, dass du da bist. Erstmal noch ganz kurze Worte zum Grand Prix gestern. Ich habe es gestern nicht mal geschafft anzurufen. Okay. Ich würde als Deutschland sagen, Grand Prix, no, no, never. Also nicht nochmal hingehen, wir blamieren uns seit Jahren und es tut uns nicht mehr gut. Deutschland, Grand Prix, no, no, never. Okay, noch eine kurze Stellungnahme zu gestern, weil wir darüber gestern gesprochen haben. Genau. Das Thema heute heißt aber, für meinen Erfolg tue ich alles. Ja, also ich bin Schlagerkünstler von Beruf und ich tue für meinen Erfolg alles, indem ich mich selbstständig hinstelle, alles selbst machen, auch Sachen machen, die andere Leute sehr peinlich finden. Ich war zum Beispiel letztes Jahr bei der Staffel von Deutschland sucht den Superstar dabei. Da warst du dabei. Wie weit bist du gekommen? Dazu muss ich jetzt sagen, ich wäre sehr weit gekommen. Mir wurde von RTL damals ein Geheimvertrag angeboten, ja, den ich aber nicht unterzeichnet habe. Aha. Mit diesem Vertrag wäre ich bis in die Top 10 gekommen, wenn ich gegen die anderen Kandidaten gemobbt hätte, wenn ich mich schräger hingestellt hätte. Also ich bin damals im Frauenkostüm aufgetreten, mit Strapsen, Perücke und so. Ja, aber in dem Vertrag wird ja nicht drinstehen, dass du mobben sollst. Nein, das wird mir natürlich gesagt. Der Vertrag, da waren einige Klauseln, die habe ich dann auch der Bildzeitung zur Verfügung gestellt. Ja. Also ich habe mich in der Hinsicht für meinen Erfolg entschieden, dass ich das nicht getan habe. Okay, nun heißt aber das Thema für meinen Erfolg tue ich alles. Eigentlich müsstest du dann ja sagen, okay, ich nehme mir das alles hin, um einfach nach oben zu kommen. Stimmt, aber dann... Oder wollten die dich ganz einfach nicht, weil du so schlecht warst und bist früh ausgeschieden? Nee. Also diesen Vertrag habe ich ja da auf der Bildzeitung zur Verfügung gestellt, der wurde auch abgedruckt. Okay. Ich habe mich ja damit strafbar gemacht in der Hinsicht. Ich dürfte es nicht abdrucken, die hätten mich verklagen können. Mir wurde das Ach so, du hast es abgedruckt worden. Ah ja. Mhm. Ich habe mich ja gegen den Vertrag gestellt, mit dem ich ja doch geredet habe. Und wie weit bist du denn gekommen in der Ausscheidung? Also ich war bis nach Berlin mitgegangen, ins Recall, wurde aber im Fernsehen als Casting-Depp gezeigt mit irgendeinem blöden Spruch und als das. Aha. Also es wurde geschnitten. Also man hat dich aber schon gesehen im Fernsehen. Ja, leider nicht nur da, also auch in sämtlichen in sämtlichen Magazinen von dem Sender. Ja, und du hast, man konnte dich sehen und du hast gesungen. Genau. Was hast du gesungen? Sex am Telefon und ich will keine Schokolade. Sex am Telefon? Ja, genau. Was ist das dann? Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ein Lied. Ja, ist ein Lied. Ein Schlager. Und ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Kennen wir natürlich von unserer so geliebten Trude Herr. Und von Dirk Bach. Dirk Bach hat es auch gesungen. Genau, und dazu passend in Strapsen, BH, Perücken für 11 Millionen Menschen. Ich meine, das macht ja auch nicht jeder, ne? Ach so. Also du bist ein Schlagersänger der schrägeren Art. Kann genau, man das so sagen? Ich bin kein Sänger, ich bin Künstler, ich bin Schlagerkünstler. Natürlich. Ich wollte dich das auch nicht schlechter darstellen, als du vielleicht bist. Ja, gut, da hast du dann schon mal so deine Linie bewiesen, indem du da ausgeschieden bist. Genau. Und vielleicht war das... Nun stellst du dich ja im Moment sehr gut dar. Nun kann man auch sagen, du hast das an die Presse gegeben, um einfach in die Schlagzeilen zu kommen. Für meinen Erfolg tue ich alles. Natürlich, absolut. Ja. Ich meine, heutzutage musst du auch mal Sachen machen, die riskant. Es war ja sehr riskant. Ich meine, er hätte mich wirklich verklagen können. Bist du verklagt worden? Nein, die haben mich nur angedroht. Ich wurde angerufen und mir wurde gedroht damit. Die haben dich ja gar nicht weiter ernst genommen. So, nee, jetzt ist die Frage, was machst du in deinem eigentlichen Leben oder lebst du schon davon?
Ich lebe davon, das ist mein Beruf. Ich bin freiberuflich gemeldet und das ist mein Beruf. Und wo trittst du auf? Überall, wo man mich sehen möchte oder wo ich gebucht werde, auf natürlich auch viele Sachen. Das ist mir schon klar, aber was ist das? Wo will man dich sehen? Schlagerveranstaltungen, Geburtstagen, Hochzeiten. Achso, auf kleineren Veranstaltungen dann auch? Natürlich, ja. Die großen, dafür bin ich dann glaube ich noch nicht zu bekannt. Ist dieser, was ist dein Traum? Wohin möchtest du? Mein Traum ist, dass ich am Tag 3 Auftritte habe, davon leben kann und einfach mit meinen Leuten einfach besseres Leben haben kann als bisher. Also ich möchte gerne, dass ich und mein Vater aus den Schulden rauskommen. Also wir haben durch frühere Leben auch Schulden. Mhm. Ich möchte einfach, dass ich meinem Vater noch ein relativ schönes Leben bieten kann. Ja, und dazu muss ich dann halt was machen. Ja. Also du willst, der Traum ist nicht, ich will jetzt unbedingt der Top-Star in Deutschland werden. Ich will eine eigene Fernsehshow vielleicht haben oder sowas. Wenn es kommt, natürlich gerne, bin ich sofort bereit. Was ist dir das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben ist Erfolg, bin ich ganz ehrlich. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Ich gehe mal davon aus, dass du schwul bist. Ja, genau bin ich. Ja, man hat es ja schon im Gefühl so. Hast du einen Freund? Ja, sagen wir mal so, ein zahlender Freund. Ein was? Ein zahlender Freund. Ich verstehe Sie. Ein was? Ein zahlender Freund. Ein zahlender Freund? Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Die CD, die Platte muss ja auch irgendwie finanziert werden, ne? Ach, du hast dich auf eine Affäre eingelassen, weil die Affäre dir Kohle bringt. Ja, ungefähr, so kann man sagen. Was macht dein Freund denn vom Beruf? Der ist Polizist. Na gut, Polizisten verdienen ein ordentliches Gehalt, aber nur auch keine Riesensumme. Aber er finanziert dich ein bisschen. Ja, so kann man sagen. Dafür, dass ich sage, ich liebe dich und... Weil du nicht genug Kohle reinbringst durch deine Auftritte, lebst du quasi von ihm mit? Nee, das würde ich nicht sagen. Also normalerweise hat ein Künstler eine Plattenfirma oder ein Management, das habe ich alles nicht. Ja. Hätte ich gerne eine Plattenfirma, aber ich bezahle meine CD-Produkte selbst. Das sind 5.000 Euro momentan. Okay, warum zahlender Freund? Was zahlt er denn? Ja, zum Beispiel die CD-Produktion. Weil er glaubt an mich, er findet mich gut und zahlt das. Und dafür sagst du, ich liebe dich? Obwohl du ihn gar nicht liebst? Ich sage nicht, ich liebe dich. Man kann es ja auch anders da ausdrücken. Wie drückst du es denn anders aus? Ja, das kann man dann in den gewissen Momenten mit, ja, ich dich auch. Aber ich würde niemals zu ihm sagen, ich liebe dich. Aber du gaukelst ihm das so vor, dass er das denkt, das wäre so? Ich mag ihn ja auch, ne? Also Moment, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Du gaukelst ihm das so vor? Anders gefragt, wenn der Typ überhaupt kein Geld hätte, wärst du mit dem auch zusammen? Ich glaube nicht, nein. Weiß er das? Ich glaube nicht. Wie schäbig, Markus. Ja, ich weiß, aber schäbig. Du musst heutzutage da. Du musst heutzutage Ach, Unsinn. So handeln. Ach, Unsinn. Ach, Quatsch. Ich meine, er hat ja auch was davon, ne? Ja, gut, aber das ist schon sehr schäbig, finde ich. Also, ja, es stimmt, aber heutzutage musst du... Nein, ach, was sind das denn für Sprüche? Heutzutage muss man das. Man kann auch anständig nach oben kommen und man kann auch anständig Erfolg haben. Ja, das stimmt, aber so geht's in gewisser Weise schneller und auch zum Teil echt einfacher. Also wenn ich überlege... Gut, wenn du dir da in den Spiegel ins Gesicht gucken kannst morgens... Ich mache ja nichts Schlimmes. Ich meine, ich tue ihn ja jetzt hier nicht... Ich verlange von ihm nichts, er macht das von sich selbst aus und... Wenn der jetzt zuhören würde, wie würde der das auffassen? Ich glaube, er weiß es auch so auf eine gewisse Art und Weise. Bitte? Ich glaube, er weiß es auch so auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, man merkt es ja auch, ob jetzt jemand hier verliebt ist oder ob man auch sich dann nur mal meldet, wenn man was braucht oder keine Ahnung. Also ich merke schon, wie du so drauf bist, wenn jetzt beispielsweise wenn du ein Verhältnis anfangen könntest mit einem Plattenboss, der wirklich steinreich ist und der dir richtig toll die Karriereleiter nach oben helfen könnte, würdest du machen? Natürlich, wieso nicht? Sag mir mal bitte ganz ehrlich, welcher von den heutzutage bekannten Personen, die ihre Männer kennenlernen und die dann sagen, ja, ich kannte sie vorher nicht, obwohl sie jeden Tag in der Schlagzeile ist, sie kommen aber damit durch, sie haben damit ihre Promotions, sie haben damit also, ihre Plattenverkäufe. Das mag es ja geben. Oder meinst du eine Creme-Hit liebt den Ralf Siegel? Entschuldigen Sie. Das mag sein, dass es solche Dinge gibt. Aber das sollte einen selbst ja überhaupt nicht interessieren in seinem eigenen Verhalten. Das stimmt. Also ich meine, als Vorbild sollte man sich ja immer die Leute nehmen, die man wirklich respektiert und achtet. Und nicht den Abschaum. Und das ist ein Abschaumverhalten, finde ich, so etwas. Ja, gut. Ich meine, irgendwann, du bist jetzt ein ganz junger Kerl von 22. Irgendwann bist du vielleicht mal 62. Und dann guckst du auf dein Leben runter und siehst nur so ein Verhalten.
Das ist ja, nicht aber dann, ob ich jetzt auf 62 zurückgucke, auf so ein Verhalten oder auf 62 retour gucken, ohne Erfolg, ohne irgendwas geschafft zu haben? Lieber ohne Erfolg und mit einem Rückgrat durchs Leben gehen, als andersrum. Ja gut, das sehe ich halt nicht so. Wie gesagt, ich denke heutzutage, musst du wirklich ein Arsch sein. Du musst die Arme ausbreiten. Man sagt nicht ohne Grund, gerade dieses Geschäft, in dem ich bin, ist es Haifischbecken und ich will halt nicht als kleiner Fisch enden, sondern ich sind, will schon... Sind alles so Sprüche. Es sind alles Sprüche. Ich meine, ja, im gewissen Sinne magst du ja auch recht haben, dass das schon eine sehr harte Branche ist und dass man da auch ein Schwein sein muss. Das ist dann immer die Frage, will man das wirklich und wie weit lässt man sich darauf ein oder übt man dann auch Verzicht und sagt, nee, ich möchte ein anständiger Kerl bleiben und dann werde ich halt kein Star. Ich bin ja ein anständiger Kerl, nur weil ich nicht mit einem Mann zeige. Ja, aber ich meine, das ist ja ein starker moralischer Verfall, den du da gerade preisgegeben hast. Ja, ein Desaster, kein Verfall. Aber er trägt ja auch was davon. Also wenn er mit mir in Urlaub fahren kann und so, dann zeigt er mich ja auch als seinen Freund vor. Er profitiert okay. ja auch davon. Wir haben ja gerade noch weitergesponnen, was du auch tun würdest, wenn sich die Konstellationen so ergeben. Ja. Hast du Freunde? Also abgesehen von deinem Freund, so gute Busenfreunde? Ja. Aber die sind letztendlich, kommen die auch immer an zweiter Stelle. Zuerst kommt der Erfolg. Natürlich. Mein Beruf geht auch von meiner Familie vor. Also ich habe dann versuchen, guten Kontakt zu haben zu meiner Familie. Wie viele gibt es noch? Mama, Papa, Geschwister? Genau. Ich habe von 10 Kindern der Älteste, habe also eine große Familie. Aber mein Beruf ist Vorrang. Wenn du dich entscheiden solltest zwischen deiner Mutter und deinem Erfolg. Mein Erfolg, ganz klar. Es ist, tut mir leid, aber es ist so. Ich liebe und lebe in meinem Beruf. Ich liebe es, in meinem Beruf zu sein. Ich kämpfe für jede Minute, die ich präsentieren darf, die ich mich präsentieren darf. Woher kommt dieser unglaubliche Wille, dieser Ehrgeiz? Woher kommt das? Weil ich vielleicht in meinem Leben schon dafür viel zu oft auf die Fresse geflogen bin, viel zu oft von Menschen auch enttäuscht worden bin und mittlerweile sage, okay. Du sagst zehnköpfige Familie, heißt das, dass ihr auch, ihr seid auch relativ arm dann aufgewachsen, oder? Ja, wir hatten nicht immer das beste Geld. Genau. Das heißt, das ist da schon dann so eine Sehnsucht. Und ich denke, ich habe ja auch Ziele und mein größtes Ziel ist es halt einfach auf meinem Papa zum Beispiel einfach nur eine schwachsinnige Kreuzfahrt zu ermöglichen. Mein Ziel ist es wirklich, einfach auch aus den Schulden rauszukommen, die wir uns reingerissen haben. Soweit gehst du natürlich dann, wenn du Erfolg hast, dann unterstützt du auch deine Leute. Natürlich. Das willst du machen. Ich bin ja hier nicht der schlechteste Mensch. Mhm. Aber mein Beruf hat immer Vorrang. Ich war auch nicht auf meinem Opa seiner Beerdigung. Da bin ich auf eine Veranstaltung gefahren, bin auf die Bühne gegangen. Ich lebe in meinem Beruf und dafür musst du auch einiges riskieren. Und das ist ein sehr einsamer Beruf. Das heißt, du lebst wirklich auch alleine für dich. Ich sitze alleine im Zug, ich sitze alleine im Hotel. Es interessiert keine Sau, die sind nicht auf der Bühne. Und es interessiert keine Sau, wie es dir danach geht. Warum soll es mich interessieren, wie es anderen Menschen dann geht? Also, ein klarer Egoist, mit dem ich da rede? Ja, natürlich. Ein knallharter Egoist? Aber ich bin auch ein herzlicher Mensch und bin auch natürlich, sehr, natürlich. Das sagen die Leute immer, dass sie alle immer Hundekuchen gut sind, aber... Ich denke, meine Freunde, die können das alle bestätigen, dass ich das bin. Ja, solange sie nicht auf deine Loyalität angewiesen sind. In dem Moment sind sie verloren. Freunde wissen, dass sie jederzeit bei mich kommen können. Ich bin immer für sie da. Es sei denn, du hast einen Auftritt. Ne? Der Auftritt geht 20 Minuten, dann geh ich runter und dann bin ich wieder für die da. Na gut. Also, Markus, das ist dein Ding und dein Leben und du hast dich dazu geäußert und auch den Mut gehabt, hier anzurufen. Das ist ja schon mal eine... Ja, das ist ja auch schon wieder schädlich, wenn jetzt jemand meine Stimme erkennt und meine Stimme erkennt man, mein Name erkennt man. Naja, aber du machst es natürlich auch ein bisschen, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Nein, ich wollte das halt einfach mal erzählen, dass auch mal wissen, Menschen wissen, dass es so Menschen gibt wie mich. Aber es schadet ja natürlich auch schon wieder in einer gewissen Art und Weise. Ja. Aber darauf scheiße ich. Auf jeden Fall hast du dich geäußert zu dem Thema und deinen Standpunkt vertreten und dafür danke ich dir sehr herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und eigentlich wünsche ich dir, dass du viel Erfolg hast und ein anständiger Kerl wirst. Das wäre das Tollste. Ich bin ein anständiger Kerl und der Erfolg kommt hoffentlich auch bald. Danke. Na, hoffentlich. Lieber Markus, alles Gute. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Also ihr Lieben, unser Thema heißt, wie ihr gerade schon gehört habt, mitbekommen habt, für meinen Erfolg tue ich alles. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht auch, das muss ja gar nicht so ein beruflicher Erfolg sein, das kann ja auch ein Erfolg sein bei, in einer Partnerschaft oder dass man einem anderen jemanden ausspannt oder ausspannen will und sagt, das ist mein Erfolg, ich habe jetzt diese Frau oder ich habe jetzt endgültig diesen Kerl und habe alle Register gezogen, für meinen Erfolg tue ich alles. Seid ihr so drauf? Wart ihr mal so drauf? Oder kennt ihr vielleicht jemanden, der so drauf ist, vielleicht lebt er ganz in der Nähe, in der Umgebung, in der wirklichen
Lebensumgebung eines solchen Menschen und könnt mir darüber einiges erzählen und wollt mir darüber einiges erzählen. Dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Wieder ein Markus haben wir jetzt hier und dieser Markus, der ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet. Warum? Ja, richtig. Bei mir ging es um Folgendes. Ich war bis vor kurzem Student. Mhm. Was denn? Was für ein Student? Ich habe Germanistik und Anglistik studiert. Ja. Mhm. Und also ich bin jetzt 30, bin fertig mit dem Studium. Und ich hatte eine Ausschreibung gesehen auf eine Stelle. Mhm. Das war ein Praktikum, allerdings ein etwas längerfristiges Praktikum, jedoch mit der Option, eventuell fest übernommen zu werden. Mhm. Wo war das? Das war bei einer Zeitung. Bei einer Zeitung, ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich darauf beworben und wurde dann eingestellt als Praktikant. Mhm. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass die Chefin, die etwa 20 Jahre älter war als ich, mir relativ angetan war. Oh weia, ich ahne Schlimmes und Kompliziertes, was auf dich zugekommen ist. Ja, also ich habe eigentlich meine Arbeit gut gemacht und wollte mich aufs Professionelle konzentrieren, aber sie war eine sehr dominante Persönlichkeit, die auch viel zu sagen hatte. Wie hast du es gemerkt? Wie hast du es am Anfang gemerkt, dass sie auf dich, sagen wir es gleich offen, dass sie auf dich steht? Sie hat sehr oft mit mir in Kontakt gestanden, öfters als mit den anderen Kollegen, die auch schon länger da waren. Mhm. Mhm. Und ich bin auch, wenn ich das so sagen darf, auch einer, der ein bisschen so aufs Aussehen achtet. Mhm. Und ja, das hat sie anscheinend, wie ich herausgefunden habe, mochte sie das, obwohl sie verheiratet war und auch Kinder hatte, aber sie lebte zwar noch in der Ehe, aber eher etwas getrennt von ihrem Mann. War sie eine direkte Vorgesetzte oder eine noch höhere Vorgesetzte? Eine noch höhere. Also sie war nicht meine direkte Vorgesetzte, aber wenn sie was wollte, dann mussten alle springen. Mhm. Wie ging die Geschichte weiter? Ja, es wurde dann eine Affäre daraus. Ja. Jetzt Hand aufs läuft die Affäre immer noch? Nein, also ich werde auch gleich am Ende der Geschichte nochmal darauf zurückkommen. Ich bin nicht mehr bei dem Unternehmen. Ja. Okay, das können wir gleich besprechen. Als die Affäre angefangen hat, jetzt Hand aufs Herz, hast du dich darauf eingelassen, weil du die Frau auch scharf und toll fandest oder weil sie die Chefin war? Also eigentlich beides. Ich stehe auch auf ältere Frauen, muss ich sagen, also auf reifere Frauen. Mhm. Und sie war auch eine Frau, die wirklich auch sehr gut aussah. Mhm. Allerdings hat mich das ein bisschen abgeschreckt am Anfang, weil normalerweise fange ich keine Beziehungen, denn man sollte keine Beziehungen im Arbeitsplatz anfangen. Und es war auch die Policy dieser Organisation oder dieser Redaktion, keine Mitarbeiterbeziehungen wurden nicht geduldet, offiziell. Mhm. So, dann lief das natürlich streng geheim zwischen euch beiden. Richtig, ja, sie hat auch gesagt, ich soll das auf keinen Fall erzählen oder so. Und hat sie dich bevorzugt auch? Ja, ja. Also ich habe auch die Projekte bekommen, die auch interessant waren. Ich durfte auch öfters mit ihr mit, sodass es schon sichtbar war, aber die Leute haben sich dann halt eher nicht viel dabei gedacht, weil sie schon sehr diskret vorgegangen sind. Hättest du dich auf diese Frau auch eingelassen, wenn du die beispielsweise in einer Disco oder irgendwie auf einer privaten Party kennengelernt hättest und du beruflich nicht mit ihr verbunden gewesen wärst? Wenn sie Single gewesen wäre, ja, aber sie war ja verheiratet offiziell noch und hatte auch Kinder. Ja. Und dann eher nicht, also ja. Ja. Also es hatte schon auch tatsächlich damit zu tun, dass ich scharf auf diese feste Stelle war. Weil, erzähl mal weiter, wie ging es dann weiter? Richtig, also die Affäre ging eine Weile und ich hatte mir natürlich Hoffnungen gemacht auf diese feste Stelle. Mhm. Und es gab allerdings auch eine andere interne Kandidatin, auch Praktikantin, die schon mit ihrem Studium fertig war, im Gegensatz zu mir, aber als Praktikantin jobbte und die anscheinend sehr gut war, auch qualifiziert war für diese Stelle und von den anderen Mitgliedern der Geschäftsführung auch gerne für diese feste Stelle bevorzugt worden wäre. Mhm. Allerdings hat die Chefin mit ihr überhaupt nicht gekonnt. Mhm. Und dann kam die Chefin auf mich zu. Ja, und hat gesagt, wenn ich die feste Stelle will, dann muss ich was machen gegen diese junge Frau. Ach. Ja, aber ich habe dann erst... Was meinte sie damit? Ja, sie sagte, ich solle vortäuschen, ich hätte mit ihr eine Affäre oder eine Beziehung am Arbeitsplatz. Um ihr damit zu schaden? Richtig, um ihr damit zu schaden. Aber dann hättest du dir selbst auch geschadet, verstehe ich nicht. Ja, das habe ich aber erst später begriffen. Ich dachte, sie würde mich dann in Schutz nehmen. Mhm. Ich dachte, sie würde es dann so hinbiegen, dass es so aussieht, dass die junge Dame etwas von mir wollte. Ja.
Und ich habe also schon immer mehr gemerkt, dass meine Chefin halt gegen die junge Dame was hat, aber sie nicht eigenmächtig rauskicken kann, weil andere Leute in der Organisation dieses Mädchen mochten. Also die Chefin, das ist ja schon starker Tobak, schlägt dir vor, du sollst mit der eine Affäre anfangen, damit das... Also so tun, natürlich. Ja. Ja, und dann? Ja, sie war ja so dominant, sie hätte mich niemals geteilt mit der anderen Frau, also körperlich. Und ich habe dann schon so ein bisschen Muffensausen gehabt, aber sie hat das so verkauft, dass ich gedacht habe, okay, ich lasse mich drauf ein. Habe dann halt versucht, mit dieser jungen Dame so am Arbeitsplatz besonders nett zu sein, öfters auf sie meine Aufmerksamkeit zu zeigen und so weiter und so fort. Und sie war allerdings sehr professionell und hat da schon am Anfang eher Distanz gehabt, aber ich habe das dann halt irgendwie hingekriegt, dass wir tatsächlich auch mal öfters was unternommen haben und dann hat es tatsächlich auch so den Anschein erweckt, dass vielleicht da was mit uns wäre. Ja. Und dann ist die Chefin aber noch einen Schritt weiter gegangen. Nämlich? Sie hat gesagt, sie weiß, dass die junge Dame sie auch nicht leiden kann, was stimmt. Ja. Und sie wollte, dass ich ein Gespräch mit ihr auf Band aufnehme. Mit der jungen Kollegin? Ja. Um das zu thematisieren? Um sie auszuhorchen, wie sie über meine Chefin denkt. Und das auf Band aufzunehmen. Das ist ja wie im Krimi, was du da erzählst. Ja. Ja, dann hast du das gemacht? Ich habe gesagt, nee, das geht ja in den Bereich der Illegalität, aber wie gesagt, in dem Moment hatte ich halt auch die feste Stelle hauptsächlich im Fokus und ich dachte, sie ist meine Hauptkonkurrentin. Obwohl sie eigentlich voll in Ordnung war, habe ich gedacht, gut, das würde meine Chefin wahrscheinlich sowieso nur intern nutzen und nicht an die große Glocke hängen. Also du hast es gemacht? Ja, ich habe dann so ein Miniband mitgenommen und wir haben uns ins Café gesetzt und hat dann über die Chefin hergelästert. Ist das heftig? Ja. Und das hast du heimlich bei dir gehabt, dieses Miniband? Richtig, ja, nachdem ich ihr Vertrauen gewonnen hatte. Die hat über die Chefin gelästert? Ich habe mit ihr mitgelästert, damit ich sie locke. Verstehe. Und sie hat dann richtig losgelegt, dass sie eine dominante, herrschsüchtige Frau wäre und dass der Laden ohne sie besser laufen würde und dass sie nicht für die feste Stelle bevorzugt, weil sie in ihr eine Konkurrentin sieht und dass die anderen Leute aber sie mögen. So, und dann hast du dieses Band deiner Chefin gegeben? Richtig, weil ich der Auffassung war, dass meine Chefin mich dann für die feste Stelle vorschlagen würde. Wie ging es dann weiter? Es wird ja immer verrückter. Was passierte dann? Ja, dann hat die Chefin eine Sitzung einberufen mit dieser Dame. Und da waren auch noch 2-3 andere Männer dabei. Ich kenne mich jetzt nicht mehr genau aus, ob das einer vom Betriebsrat war und dann nochmal einer vom Management oder so. Aber es waren auf jeden Fall Leute mit Einfluss. Und diese junge Dame wurde dann in dieses Büro zitiert. Ich war nicht dabei. Dann wurde das Band abgespielt und einer der Männer hatte, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, was ist denn das hier überhaupt, was ist das Ganze für ein Theater, aber im Endeffekt haben alle dann gehört, was auf dem Band drauf war. Aber du hast doch auch gelästert auf dem Band. Ja, aber es war nicht klar, weil wer ich genau bin, weil die anderen Leute mich nicht so kannten. Ich war hauptsächlich nur mit der Chefin. Das hatte zur Folge, dass die junge Frau rausgeflogen ist? Die Chefin hatte dann einen Vorwand, um sie zu kündigen und sie hat es dann auch geschafft, diese junge Dame zu kündigen. Und niemand hat gefragt, wie ist diese Aufnahme zustande gekommen, woher kommt die? Doch, das war dann der nächste Schritt. Nachdem die junge Dame quasi raus war, habe ich gedacht, die Chefin würde da irgendwas hinbiegen, um mich also erstmal für die feste Stelle reinzukriegen und dann das irgendwie mit dem Band auszubügeln. Und sie hat gesagt, ja, sie wird das schon hinkriegen. Jetzt nahm die ganze Geschichte eine dramatische Wendung. Nämlich? Sie hat gesagt, ich hätte sie erpresst. Ich würde behaupten, ich hätte mit ihr, also mit meiner Chefin, eine Affäre, wenn sie mich nicht für die feste Stelle vorschlagen würde. Das heißt, sie hat dich fallen lassen? Sie hat mich fallen lassen. Warum hat sie es getan? Weil ich ja mit ihr eine Affäre hatte und die Affäre war eigentlich im Laufe der Zeit eher den Bach runtergegangen, weil sie dann sich wieder mit ihrem Mann angenähert hatte. Achso, sie hatte einfach keinen Bock mehr auf dich? Ja, eher nicht mehr so, ja. Und dann musste sie mich natürlich auch loswerden. Ich habe dann das erst begriffen, dass ich in der Falle saß. Ja. Denn wenn das natürlich rausgekommen wäre, dass ich dann auch auf dem Band bin, was ja dann auch rauskam, hätte ich natürlich meine Stelle auch nicht behalten können. Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe das niemals dem in Auftrag gegeben oder so. Ich habe dann gesagt, ja, aber sie haben doch gesagt, ich soll das machen. Und ich sage, nein, was soll der Quatsch? Hast du sie gesiezt immer noch bis zum Schluss? Ja, ich musste sie offiziell siezen. Offiziell. Also unter uns duzen, aber offiziell siezen. Und ja, sie hat dann natürlich ein besseres Standing. Und das war natürlich von mir auch scheiße, mit dem Band, ich hätte gar nichts sagen sollen, wenn überhaupt. Und nachdem die anderen Leute das auch gehört haben, dass ich das war und verifiziert haben, haben die auch geglaubt, dass ich versucht habe, sie zu erpressen. Ja. Und das Ganze hatte dann zur Folge, dass du freiwillig gegangen bist oder dass du rausgeflogen bist? Ja, mir wurde dann nahegelegt zu gehen. Oh Markus, das ist aber eine heftige Geschichte. Ja, im Endeffekt hat die Chefin 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, sie hatte während der Trennung von ihrem Mann oder mit den Schwierigkeiten ihrem Mann einen jungen Lover.
Sie hat Top-Arbeit von mir bekommen. Mhm. Sie hat gleichzeitig eine Konkurrentin oder eine unangenehme Mitarbeiterin loswerden können. Mhm. Plus mich auch am Ende dann auch bequem beseitigt. Mhm. So, soweit die Sichtweise auf die Chefin. Das, was mit der los ist, das ist uns ja schon klar. Sie hat dadurch ihre Macht im Unternehmen gefestigt. Aber jetzt mal den Fokus auf dich. Mhm. Du hast deine Seele verkauft. Ein paar Mal. Also die Sache, die es hört sich jetzt schlimm an. Aber die Frau, die ist ein Profi. Die weiß, wie man Männer oder auch Menschen manipuliert. Okay, aber du bist ein erwachsener Mann von 30 Jahren. Wie siehst du, wie beurteilt? Nee, das Ganze ist jetzt ein bisschen schon her. Also jetzt nicht aktuell, aber es ist schon ein bisschen her, als ich noch Student war, ja. Ja, du hast das Studium gerade, du warst mit dem Studium fertig, hast du gerade gesagt. Ja, also so ein, zwei Jahre ist das schon her. Da war gut. Ich noch ein bisschen naiv. Ja, okay, wie beurteilst du das denn heute? Also, es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin dann auch nochmal zu der entlassenen Kollegin hingegangen, habe gesagt, komm, lass uns mit der Sache irgendwie publik machen. Lass uns also die Frau da so davonkommen. Mhm. Und wir erzählen das auch ihrer Familie, ihrem Mann, und wir machen sie fertig, wie sie uns fertig gemacht hat. Aber nach der Aktion hat sie mir natürlich nicht mehr getraut. Mhm. Und sie hat gesagt, ich will mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Okay, aber was mich noch mehr interessiert hat, als jetzt einen eventuellen Rachefeldzug, wie beurteilst du dich im Nachhinein in dieser ganzen Geschichte? Also, wie gesagt, ich habe hier so eine leichte Schwäche auch für ältere Frauen. Und sie sieht wirklich sehr gut aus. Und sie weiß einfach, wie man Männer um den Finger wickelt. Du redest dich raus. Bitte? Du redest dich raus. Ja, natürlich. Ich nehme die Verantwortung auf mich. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du hättest gesagt, mein Gott, ich schäme mich Boden. Ich schäme mich sehr. Vor allem aber auch wegen der jungen Mitarbeiterin, die... Mhm. Ja, genau. Es ging ja dann nicht nur um dich, sondern um jemand anderen auch noch. Sie hätte es verdient, diese Stelle zu kriegen, aber ich war in dem Moment einfach, du musst dir das so vorstellen, ich wollte einfach diese Stelle haben, und die Chefin, dadurch, dass ich die Affäre hatte, war ich einfach geblendet. Ich habe gedacht, die will wirklich eine Zukunft. Ja gut, das habe ich schon kapiert. Das einzig Gute, was fulminante Fehler haben können, die man begeht, dass man daraus auch groß lernt. Was lernst du daraus? Ja, ich lerne daraus, dass man immer ehrlich sein muss und andere Leute nicht für seine Zwecke benutzen darf, weil man dann weil man da auch selber benutzt wird. Also du meinst, so etwas könnte dir nicht wieder passieren? Auf keinen Fall. Und die ganze Sache wäre nicht so weit gekommen, wenn ich nicht auf das Band eingewilligt hätte, weil erst dadurch hatte sie ja etwas gegen mich in der Hand. Solange wir die Affäre hatten, hatte sie ja nichts gegen mich in der Hand, weil ich hätte sie ja dann eigentlich... Ja, wobei diese Affäre auch schon so einen kleinen üblen Beigeschmack hatte, aufgrund dessen, weil sie eben deine Chefin war. Ne? Na gut, klar. Was machst du heute? Bist du unter Dach und Fach beruflich? Oder? Ich bin mittlerweile unter Dach und Fach und hoffe, dass ich dann meinen Mitarbeitern, also meinen Kolleginnen und Kollegen auch oder zukünftigen Praktikanten dann helfen kann, dass sie solche Fehler nicht machen müssen. Ja, und du verguckst dich bitte nicht dann irgendwann in eine Praktikantin. Nee, das passiert ja nicht, weil du auf ältere Frauen stehst. Dann besteht die Gefahr ja gar nicht. Markus, danke schön für die lange, aber sehr, sehr interessante und spannende Geschichte. Und das ist ja wirklich, das hätte sich ein Drehbuchautor fast nicht besser ausdenken können. Aber was denkst du denn, was hätte ich denn vielleicht gegen die Chefin unternehmen sollen? War das ein Fehler, dass wir sie haben einfach so davon kommen lassen? Ach, weißt du, im Nachhinein, was wolltest du da noch groß machen? Ich wäre da auch wahrscheinlich rausgegangen und hätte mich mehr um mich gekümmert und hätte überlegt, was ist mit mir passiert, dass ich das getan habe, wie kommt es das, was muss ich tun, damit das nicht wieder passiert? Und wie kümmere ich mich um die Frau, und da hast du um die junge Frau, und das hast du ja auch gemacht. Ich hätte die Sache auch beruhen lassen, weil was willst du da einen Rachekrieg ziehen? Und da wirst du immer wieder reingesogen in diesen ganzen Schmutz und die Gosse. Nee, ist okay so, ist gut. Kannst du das verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Dass ich das gemacht habe mit der Chefin, dass ich mich darauf eingelassen habe, oder hättest du anders reagiert? Nee, das kann ich nicht verstehen. Jetzt müssen wir aber aufhören, weil wir schon ganz lange sprechen, Markus. Ja, klar. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, für meinen Erfolg tue ich alles, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Dorothea ist hier. Dorothea ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dorothea. Ja, als ich gestern die Ankündigung deiner Sendung gehört habe, habe ich gedacht, da muss ich anrufen. Ich bin zwar selber nicht erfolgsgeil, aber ich war mit solch einem Mann verheiratet. Ah ja, erzähl. Ja, ist jetzt schon 12 Jahre her, aber hat wirklich nachhaltige Folgen für mich und auch für seine Familie gehabt. Wie lange warst du denn mit ihm verheiratet? 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. 3 Jahre. Mhm. Und zwar hat er mich nur aus Alibi-Funktion geheiratet. Der war nämlich im Grunde homosexuell. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Mhm.
Der hatte eine Position im erzkatholischen Unternehmen, war Topmanager in seiner Branche, erfolgreichster, jüngster Manager überhaupt, mhm, und musste das Ganze aufrechterhalten und brauchte deshalb repräsentativ eine Frau und auch Familie. Ah ja, verstehe. Ja, das war halt der Grund, weswegen der mich geheiratet hat. Und hatte ich also quasi von Anfang an Strich und Faden belogen? Ja, total. Hat er dann auch im Bett gut lügen können? Ja, mehr oder weniger. Das ist eigentlich so das, was ich erzählen wollte, was für mich dann wirklich lebenslange Konsequenzen hatte. Der hatte natürlich gewisse Praktiken, Vorlieben, wo ich blauäugig einfach zugelassen habe. Also sexuelle Praktiken? Ja, ja. Welche? Ja, Analverkehr halt. Mhm. Und ich habe da einen Schaden von getragen. Ich habe dann Fisteln ausgebildet, musste operiert werden. Mhm. Hatte das Pech, bei einem Chirurgen zu landen, der einen ärztlichen Behandlungsfehler begangen hat, der mir komplett den Schließmuskel durchtrennt hat. Und seitdem, nach 3 rekonstruktiven Operationen, bin ich inkontinent und erwerbsunfähig. Oh. Super. Also das ist mein Erbe. Wegen dieses Mannes? Ja, wegen dieses Mannes, klar, weil der nicht ehrlich zu mir war. Aber wie gesagt, ich war damals 27 und ich war total blauäugig und habe das halt zugelassen. Ne? Das heißt, er hat dich zu dieser Sexualpraktik auch gezwungen, mehr oder weniger? Du wolltest, du hattest ja gar kein Interesse dran? Und nee, hatte ich nicht. Mhm. Gab es denn? Halt, er hat es halt versucht und ja, ist das halt passiert. Ja, die Konsequenzen habe ich. Ne? Mhm. Wie war denn dann so dieses Zusammenleben überhaupt, wenn das alles nur Schein war? Es gab ja gar kein Zusammenleben mehr, weil das ist alles irgendwie nach unserer Hochzeit schon passiert und von da an hatte ich eine Odyssee von Krankenhausaufenthalten, von Operationen. Ach so. Das heißt, dem war das vielleicht ganz recht, weil du dann gar nicht... Nee, also ja, vielleicht war es ihm recht, vielleicht war es ihm auch super lästig. Der hatte nämlich dann inzwischen bei einer Filiale in Süddeutschland angefangen. Mhm. Wir hatten halt dann nur noch eine Wochenendbeziehung. Der kam dann wirklich alle 1-2 Wochenenden mal nach Hause und das war ihm einfach nur lästig. Ach so, dieser Vorfall mit dem Schließmuskel passierte schon am Anfang der Ehe. Das heißt, die ganze Zeit, während ihr dann verheiratet wart, warst du beschäftigt mit deiner Erkrankung. Ja, genau. Ohne eigentlich zu wissen, warum und wieso. Und dann haben mich 2 oder 3 Ärzte unabhängig voneinander gefragt, weil es gibt Ursachen für solche Erkrankungen, für Darmfisteln. Und die haben mich immer wieder gefragt, haben Sachen ausgeschlossen. Und wirklich 2 oder 3 haben unabhängig voneinander gesagt, als ich dann endlich mal mit der Sprache rausrückte, ja, das war die Ursache. Ne? Mhm. Das habe ich ihnen zu verdanken. Und als ich das dann rausgefunden hatte, da konnte ich natürlich nichts anderes, als mich von diesem Mann trennen. Aber das hat dann ja doch noch 3 Jahre fast gedauert. Ja, das hat immerhin fast 3 Jahre gedauert. Wie war denn der so zu dir, wenn er dich im Krankenhaus besucht hat? War der freundlich, war der nett, war der zärtlich? Emotional total kalt. Gar nichts. Und das war dann auch letztendlich der Grund, weswegen mein Anwalt dann die Scheidung begründet, die musste er heute gar nicht mehr begründen, aber er hat halt gesagt, okay, wir nennen halt emotionale Kälte als Scheidungsgrund, deswegen hatte ich auch eine Härtefallscheidung. Die ging also wirklich binnen 3 Monaten über die Bühne. Mhm. Und das Interessante daran war, erst nachdem ich darüber gesprochen hatte, kam wirklich ein Hinweis zum anderen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, die mir dann irgendwelche Sachen zugetragen haben, wo sich das wirklich wie ein Puzzle Teilchen für Teilchen zusammenfügt. Achso, das heißt, erst nach der Scheidung ist ja klar gewesen, dass der Typ eigentlich schwul ist? Ja, im Grunde schon. Im Grunde schon. Also ich wusste zwar, dass er durch seine Praktiken mir diesen ganzen Mist an den Hals geladen hat, aber so richtig sicher wurde ich dann wirklich erst durch diese ganzen Äußerungen meiner Freunde und auslösend war der Ausspruch einer Freundin von mir, die mich gefragt hat, welche Rolle spielt eigentlich dieser, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, natürlich nicht, sein Busenfreund, in eurer Ehe. Ach so. Wo mir das dann nach und nach wie Schuppen von den Augen fiel. Ach so, da war noch ein Mann, mit dem er irgendwas hatte. Ach so. Ja, und der hat sich rührend um mich gekümmert. Das war ein total lieber Freund, während mein Ex-Mann halt da in Süddeutschland gearbeitet hat. Der hat sich total lieb um mich gekümmert. Mhm. Sag mal, aber bevor man heiratet, gibt es ja nun erstmal die Tuchtelphase. Das heißt, in dieser Phase musste er dich doch perfekt bezirzt haben. Hat er auch. Der war überhaupt der perfekte Blender. Das war ein absoluter Sympath. Der hat Menschen für sich einnehmen können. Das war unglaublich. Ja, sah gut aus? Ja, denk schon. Das auch noch. Ja. Und wirklich absoluter Sympath. Wie lange kanntest du ihn, bevor ihr geheiratet habt? Ein halbes Jahr. Das heißt, gekannt haben wir uns sogar aus der Kindheit. Wir waren früher als Kinder Nachbarn. Ja. Ja. Aber das ist dann auch eine schnelle Entscheidung gewesen, einem halben Jahr schon zu sagen. Ja, das war sehr schnell. Hast du denn hinterher irgendwann mal mit ihm ein ganz offenes Wort reden können? Nein, habe ich nicht.
Aber ich habe mit seinem Freund nochmal gesprochen, also das hatte ich eben angedeutet. Ja. Er war ja super besorgt um mich und hat sich um mich gekümmert. Und auch mit den Krankenhäusern da, der hat dann Sachen vermittelt, weil sein Onkel, der war irgendwie Chefarzt in der Klinik. Und da habe ich eine ganz tolle Krankenhausaufnahme bekommen bei einem Top-Chirurgen. Na gut, aber letztendlich hat das auch nichts gebracht. Mhm. Und mit dem hatte ich ein absolut finales Telefonat. Der hat immer versucht, diese Ehe zu retten. Weil für ihn, der hat sich ja auch nicht geoutet. Für ihn musste dieses Bild ja auch stehen bleiben. Ja, ja. Und deswegen versuchte der, mich zu überreden, weil ihm gegenüber habe ich halt auch immer nur gesagt, du, der hat mich sowas von im Regen stehen lassen. Mhm. Ich kann mit dem Mann nicht mehr zusammen sein. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, oder Dorothea, ist da noch irgendwas? Und da habe ich den mehr oder weniger in der Luft hängen lassen und gesagt, ja, Punkt, 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 da ist noch was. Mhm. Und der wusste der, was ich meine. Danach hat er sich nie wieder bei mir gemeldet. Also es ist nie ausgesprochen worden, dass er schwul ist. Aber es ist für dich sonnenklar aufgrund der vielen Dinge, die du da erlebt hast. Es waren ganz viele Sachen, die wirklich ja, und wie ich sagte, ne, als du gestern sagtest, im sprichwörtlichen Sinne über Leichen gehen, seine Mutter, die hat das im Grunde gewusst. Was dass das eine Scheinehe ist? Die hat seine Neigung gekannt, denke ich, vermute ich. Die war psychisch krank, die war depressiv. Und als ich mich dann von ihm trennte, ich hatte mich von ihr schon abgewendet, weil die Frau, die hat mich emotional dermaßen unter Druck gesetzt und erpresst. Ich habe gesagt, diese Frau, die kicke ich aus meinem Leben, die ertrage ich nicht mehr. Mhm. Und dann hat die versucht, mir noch zum Geburtstag zu gratulieren, telefonisch. Da war ich auch einmal mehr wieder im Krankenhaus. Und da habe ich dann meinem damaligen Schwiegervater gesagt, ich will mit dieser Frau nicht sprechen. Und einen Tag später, da war die gerade aus der Psychiatrie im Wochenendurlaub, da hat die sie ihrem Fenster gestürzt und hat sich das Leben genommen. Also, weil sie dieses ganze Aufdecken dieser ganzen Geschichte geahnt hat und da kam die nicht mit klar. Ne? Also jetzt mal sehr schlimm ausgedrückt, du warst da wirklich mit einem Teufel zusammen. Ja. Ne? Also wenn jemand sowas macht und die Menschen so ausnutzt für sich und dann zudem noch so feige ist und nur wegen seiner gesellschaftlichen Stellung, wegen des Jobs und so weiter. Ja, du weißt gar nicht, was heute aus dem Mann geworden ist? Nee. Ich weiß das. Ich habe mich nämlich mehr oder weniger mit der Frau seines damaligen Chefs angefreundet. Und der hat wiederum bei unserer Hochzeitsfeier schon gesagt, das habe ich aber auch erst später über seine Frau erfahren, entweder liebt er die nicht oder mit dem stimmt was nicht. Also die hatten da schon eine Witterung. Das hat er an unserer Hochzeitsfeier schon gesehen, wie der halt mit mir umging. Mhm. Weil es gibt nicht ein einziges Foto, wo wir irgendwie nicht umarmt oder glücklich aussehen oder sonst irgendwas. Jetzt hast du gerade gesagt, die Erkrankung ist unheilbar. Ja. Du bist inkontinent und das wird so bleiben. Ja. Mhm. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schlimme Phase in deiner Biografie dann gewesen. Mhm. Ja, die hat mein ganzes Leben versaut. Die hat dein ganzes Leben versaut und verändert, ja. Mhm. Danke dir für die offenen Worte, dass du das erzählt hast, Dorothee. Meine Mama, wie gesagt, aus dem Fenster gesprungen. Ganz toll. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Liebe Dorothea, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit der Jana. Jana ist 20 Jahre alt. Hallo Jana. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Thema heißt, für meinen Erfolg tue ich alles. Ja, also ich und eine Freundin, wir tun für Tokyo Hotel den längsten Fanbrief machen, den es bis jetzt gibt. Ihr tut für Tokyo Hotel den längsten was? Fanbrief schreiben? Genau. Hey, wie lang wird der Fanbrief? 50 Kilometer. Wie bitte? Ein Brief wird 50 Kilometer? Ja. Wie ist das so wie DIN A4, so breit? Genau. Und den kleben wir dann immer mit Klebestreifen zusammen und immer falten. Also immer eine DIN A4-Seite und das klebt ihr aneinander? Genau. Und rollt das dann irgendwie auf? Ja. Das gibt ja, ich weiß gar nicht, wie 50 Kilometer aufgerolltes Papier sind. Das ist ja ein Riesenballen. Oder wie viel wiegt das? Eine Tonne? Oder ich habe keine Ahnung. Nein. Also es sind insgesamt 25 Blöcke, wenn der Block 80 Seiten hat. Und dann kommt er auf 50 Kilometer? Ja, also es ist sogar ein bisschen mehr. Aber wir wollen es so machen, dass es genau 50. Na, ihr werdet das ausgerechnet haben. Ich kann es ja so schnell nicht rechnen. Wie viele Kilometer habt ihr denn schon? Also bis jetzt, vielleicht gerade mal 15, so wie der Rekord ist. Na immerhin 50 Kilometer. Was schreibt man denn 15 Kilometer lang auf einen Brief an Tokyo Hotel? Also lies es bloß nicht alles vor. Ich meine nur so als Beispiel. Nennen wir ein paar Beispiele. Also von Devilish, die Anfangszeiten, wo Tom und Bill angefangen haben mit alles. Ja. Und dann bei Star Search, wo Bill mitgemacht hat. Ja. Dann, wie sie sich Tokyo Hotel gegründet haben, gefunden haben und alles. Achso, ihr dokumentiert quasi so auch das Entstehen der Band.
Genau. Und also es wird nicht ein ganz normaler Fanbrief, wie alle schreiben, so, wir lieben dich und genau, wir finden dich ganz toll und du bist ganz süß und... Genau. Ja. Und dann eben noch, also, wie soll man sagen, also Gedichte schreiben wir auch schon rein, aber eben nichts über uns sozusagen, weil wir wollen sie ja damit treffen. Klar. irgendwann soll dann dieser 50 Kilometer lange Brief den Jungs übergeben werden. Genau. Ist das schon irgendwie geplant, wo das passieren soll? Das ist doch dann eine tolle Aktion. Da wird ja wahrscheinlich dann Presse dabei sein. Und habt ihr da schon irgendwie Pläne? Ja, also wir wollen erst an Bill und Tom auch schreiben und denen das mitteilen, wenn der Brief fertig ist. Dann tun wir ein Foto rein, wo wir den so halten, ich und Bär eben, ne? Ja. Und wenn ihr den halten könnt, aber du bist da optimistisch. Ja, also wir wollen hier so aufziehen und so zeigen, so eben auf Foto und mitschicken. Ja. Und dann wollen wir an, wie ist denn das hier, wo man die Rekorde, wie ist das Buch? Der Guinness Rekorde, Buch der Rekorde. Das wollen wir hinschreiben und dann sehen, ob wir den bei denen Achso, habt ihr euch mal schlau gemacht? Gibt es im Guinness Buch der Rekorde lange Fanbriefe? Gibt es da schon was? Keine Ahnung. Wir haben noch nicht geschaut. Muss man gucken, oder ich mal schauen machen im Internet. Die Leute. So, aber die ganz entscheidende Frage ist ja, die alles entscheidende Frage. Warum macht ihr das? Weil wir zeigen wollen, dass wir die größten Fans aus Sachsen sind. Sozusagen. Ja, und überhaupt die größten Fans sind. Und weil wir, liebe Bill sozusagen, ne? Aber. Also Bill ist jetzt der mit den Rasterlocken, ne? Nee, das ist Tom. Das ist Tom, Entschuldigung. Ja, das ist sein Bill ist der, wo man immer denkt, das könnte auch ein Mädchen sein. Ja, ne, sag ich mal. So, ne? Vielleicht, ich habe ja schon mal überlegt, vielleicht ist es ja ein Mädchen. Und die alle glauben nun, das ist ein Junge. Vielleicht ist das der größte Schmuh und die größte Quatsch. Sache im deutschen Showgeschäft. Das ist ein Mädchen. Nein. Der hat so ein zartes Gesicht, das ist und die Hände und so, das ist doch kein Junge, oder doch? Doch, auf jeden Fall. Naja, wir waren ja auch auf dem Konzert in Leipzig jetzt am 27.04. Ja. Und es war einfach hammergeil. Ja. Wobei von 12.000 Fans waren es nur 5.000, also das fand ich schon ganz schön scheiße. Ach so, es waren nur wenige da? Ja, auch wie jetzt bei euch in Köln, ne, waren ja auch nur 8.000 von 20.000 da. Ach so, wie kommt das? Sinkt der Stern schon allmählich? Also wir denken, dass viele Fans, also nicht mehr Fans sind in Deutschland, weil sie eben fast nur noch im Ausland unterwegs sind. Ach so, das nehmt ihr deutschen Fans den Jungs übel, dass sie so viel im Ausland sind? Ja, also viele, denke ich. Ja, aber eigentlich kann man ja auch stolz drauf sein. Ich finde das ja toll, dass die halt auch in... Eigentlich. Bitte? Eigentlich schon, ja. Finde ich schon, dass die in Frankreich, in England, überall treten die auf und in Polen, glaube ich, auch ganz erfolgreich sind. Ich meine, das ist ja eine Leistung. Das muss man ja respektieren. Und das ist ja keine Plastikband. Das ist ja eine Band, die sehr lange schon zusammen ist und die machen ihr eigenes Ding. Genau. Also es ist nicht gerade mein Musikgeschmack, aber ich finde das schon okay, was die da machen. Da muss man nicht drüber herziehen. Auf keinen Fall. Ja. Ja. Also das passt ja auch schon ganz gut in unser Thema. Für euren Erfolg im Sinne, dass ihr Top-Fans sein wollt, tut ihr alles. Genau. Und ihr schreibt so einen Riesenbrief. Das finde ich ja ganz irre, wie die wohl darauf reagieren, wenn die das erfahren. Ja, sind wir auch schon gespannt, ob überhaupt deine Treffen kommt oder nicht. Oder? Ja. Ach, weißt du, wenn das geschickt arrangiert wird, könnte man das ja sich vielleicht im Rahmen einer Fernsehshow oder dass da irgendwie die Bravo oder die Bild-Zeitung, weiß ich nicht, irgendwelche großen Zeitungen dabei sind und dann wird das übergeben. Aber das muss das Management natürlich entscheiden. Ja. Aber wenn es ja auch mal privat, ne? Und nicht, dass dann immer Kameras dabei sind und dies und das ist ja immer das Schlimme. Könntest du dich denn in ihn verlieben? Na, bin ich irgendwie schon. Das ist ja das Schlimme. Ja. Und meine ganze Familie sagt, na, der ist viel zu jung, das ist doch eh ein Kind und das ist voll die Kinderband. Und ja, du bist ja schon im hohen Alter von 20, da steht man eigentlich nicht mehr so auf Tokyo Hotel. Eher so mit 12 und 13, ne? Ja, eigentlich schon. Also die meisten Fans sind auch alle so alt. Aber die längste, die in Leipzig gewartet hat, ist 21. Und weißt du, Anna, verlieben sollte man sich in so Stars nie. Man kann die ja so anhimmeln und die ganz toll finden. Aber verlieben, wirklich ernsthaft verlieben, da wird man unglücklich bei, weil du kriegst den sowieso nie. Und du blockierst dich dann für andere Männer und Jungs in deinem Umfeld. Ja, stimmt schon. Das aber ist, ist halt so jetzt. Also, was glaubt ihr, wann seid ihr fertig? Wie lange dauert's noch? Also spätestens am 1. September zu Tom und Bills Geburtstag wollen wir fertig sein. Ach, die haben am 1. September Geburtstag? Ja. Und wie alt werden die dann? 18. Was ist eigentlich aus der Geschichte geworden, die mit der Bundeswehr? Müssen die nur zur Bundeswehr oder nicht? Nee, die müssen nicht. Bitte? Die wurden jetzt erstmal freigestellt.
So ist das. Nicht gehen brauchen, wegen ihrer Tour. Ach so, ist ja auch nicht gerecht. Andere Jungs müssen und die werden freigestellt. Die müssen schon noch hin, heute und morgen nicht. Zum Glück. Na gut, also wir werden das vielleicht verfolgen in den Medien, wenn ihr euren tollen Brief da fertig habt. Und genau. Ja, dann schreibt euch mal die Finger wund. Ja. Ihr seid zwei Leute, ne? Zwei Mädels seid ihr. Zwei, ja. Zwei, ja. Also, gutes Gelingen und hoffentlich könnt ihr die persönlich überreichen, dann die große Rolle. Ja, wir hoffen. Alles Gute. Tschüss, Jana. Ja, tschüss. Danke. Jo, tschüss. Juhu. Und weiter geht's mit Daniel. Daniel ist 27. Hallo, Daniel. Ja, hallo, Domian. Hallo, Daniel. Du bist ein Karrierist? Ja, könnte man so sagen. Also, ich habe zumindest für ziemlich viel Geld doch ziemlich viel gegeben, auf jeden Fall. Erzähl mal. Also, es hat angefangen eigentlich, als ich mit der Schule, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht mit 16, habe dann, ja, wusste nicht so richtig, was ich machen soll, bin von einem Job an den anderen gestolpert und bin dann früher oder später bei der Immobilienfirma gelandet und habe von da an eigentlich die nächsten, 9 Jahre lang mehr oder weniger immer Leute über den Tisch gezogen eigentlich. Ach so, also die böse Immobilienbranche, die ja eh keinen guten Ruf hat. Richtig, zu Recht, wie ich finde, wie du, mittlerweile. Ja, das heißt, du hast Leute, hast du die gezielt betrogen? Also anfangs nicht, mir war am Anfang gar nicht so richtig selber klar, was da eigentlich genau abgeht. Ich wusste nur, dass ich den Job sehr gut konnte, dass es für mich relativ einfach war und dass ich auch eigentlich, die Transparenz war ja so nicht gegeben. Ich wusste gar nicht genau, was dort passiert. Ich wusste, ich kann viel verdienen und für die Leute scheint es okay zu sein, sonst würden sie es ja nicht machen und bin dann einfach diesen Weg gegangen. Also das. Also sag doch mal zum Beispiel vielleicht, wenn du mal ein oder zwei plastische Beispiele für uns hast, wie du die Leute über den Tisch gezogen hast. Also die Firma, in der ich als erstes war, da war es eigentlich relativ einfach. Ich habe eigentlich nur Kunden akquiriert, mehr oder weniger kalt, habe die erstmal angerufen, habe die dann besucht und habe sie dann mehr oder weniger nur eingeladen zu meinem Chef. Und der hat ihnen dann Immobilien verkauft, die überhaupt nichts wert waren, was ich dann natürlich alles erst später erfahren habe. Also Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke? Eigentumswohnungen als Steuersparmodell mit Garantie über eine andere Firma. Und die ist dann natürlich regelmäßig in Konkurs gegangen, die haben die nächste aufgemacht und so ging es dann weiter. Das ist dann eigentlich ja schon Betrug, ne? Das ist eigentlich Betrug, ja. Also es gibt ja noch so die Grauzone, wo man sagt, man schwatzt jemandem eine Immobilie auf, die eigentlich weniger wert ist, aber die hat schon auch noch einen Wert. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja schon, das ist ja regelrechter Betrug. Also die Immobilien hatten einen Wert, sicherlich, aber die waren auf der einen Seite natürlich überbewertet und auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass die von Anfang an wussten, dass sie diese Mietgarantie, die sie den Leuten gegeben haben und die auch der einzige Weg gewesen wäre, damit wirklich Geld zu verdienen, auf keinen Fall gehalten werden kann. Das war ganz klar von Anfang an, das war auch bewusst so aufgebaut. Wie lange warst du in dieser Immobilienbranche? Du hast es gerade, glaube ich, gesagt schon. Also in dieser Firma selber war ich nur 2 Jahre. Ich bin später dann zu der Hausbaufirma gewechselt und war dann sehr lange da im Messeverkauf. Und Messeverkauf baut sich natürlich auch darauf auf, man lernt jemanden kennen, man macht einen Kontakt, der dauert vielleicht 2,5 oder 3 Stunden und hat dann ruckzuck einen Vertrag in der Größenordnung zwischen 60.000 und 120.000 Euro unterschrieben auf dem Tisch. Und da hast du die Leute auch beschwatzt und auch über den Tisch gezogen? Ja. Bewusst, dir war klar, wenn die das jetzt unterschreiben. Und da hattest du es ja mit Profis zu tun, ne, auf der Messe. Und dennoch ist es dir gelungen. Ja. Also es war eigentlich grundsätzlich so, dass man immer erst recht blauäugig daran gegangen ist und dachte, das ist ja eigentlich in Ordnung, was ich da mache und das ist okay und das ist ein gutes Produkt und dass sich natürlich nach den ersten 2, 3, 4, 5 Kunden, die man betreut, sehr schnell rausgestellt hat, okay, das ist nichts, das ist eigentlich krass. Achso, dann war dir das klar und dann hast du es aber trotzdem weitergemacht. Ich habe sehr, sehr viel Geld verdient. Weil du sehr, sehr viel Geld verdient hast. Ich habe sehr, sehr viel Geld verdient. Wie viel Geld hast du denn verdient in all den Jahren, wenn ich fragen darf? Also ich habe im Monat meine 10.000, 12.000 Euro gehabt. Netto? Naja, also ich sag mal, ich habe selbstständig gearbeitet. Da ist die Frage nur, wie geschickt man in der Steuererklärung ist, dass man netto oder brutto ist. Ich hatte jetzt noch mehr erwartet, dass du eine Millionensumme jetzt genannt hättest, die du in den Jahren irgendwie... Also in den Jahren, wie viel es in den Jahren genau geworden ist, kann ich so nicht sagen. Ich habe natürlich auch sehr, sehr gut gelebt, aber ich hatte auf jeden Fall meine 10.000, 12.000 Euro jeden Monat, teilweise natürlich doch bedeutend mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich habe mit 25 zwei Häuser fertig gebaut gehabt. Ach so. Die haben mir gehört, die standen, eins habe ich vermietet, in einem habe ich gewohnt. Also ich habe wirklich... Das ist schon natürlich für einen 25-Jährigen schon eine enorme Sache. Jetzt bist du aber
auch erst 27. Richtig. Und wir reden so über diese Sache in der Vergangenheit. Ich gehe davon aus, dass du nicht mehr in dieser Branche und nicht mehr so tätig bist, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe so wirklich aufgehört, eigentlich erst vor einem halben Jahr. Weil? Also es hat sich so ergeben, da war eine Familiengruppe, Kunden von mir und dann deren Schwager, die auf dem gleichen Grundstück gewohnt haben und auf dem gleichen Grundstück dann auch gebaut haben mit deren, mit der Tochter. Hm. Da hat es mehr oder weniger gefunkt. Wir waren auch eine ganze Weile zusammen und ich habe natürlich dann das Ganze auch aus einem etwas anderen Blickwinkel gesehen, weil die Leute haben und viele von den Kunden haben eigentlich mehr oder weniger alles verloren. Achso, das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass du vielleicht viele Existenzen ruiniert hast. Ja. Und dir ist ein Licht aufgegangen jetzt durch die Verbindung zu dieser Frau und zu der Familie. Im Endeffekt, ja. Ja. Also ich meine, mir war früher oder später natürlich auch immer schon bewusst, was da passiert, aber es ist natürlich was anderes, wenn man das so haut, damit kriegt, als wenn man sich immer sagt, und das ist ja auch die Entschuldigung, die man hat, dass man sich immer sagt, die Leute sind erwachsen, die Leute können alleine entscheiden, was sie tun und wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer. Was machst du heute beruflich? Eigentlich gar nichts. Also das heißt, du kannst von dem leben, was du dir in den Jahren haben? Ja, also ich habe die Häuser nicht mehr, ich habe die Häuser sehr schnell und zu einem sehr, sehr lächerlichen Preis eigentlich verkauft. Ich habe natürlich auch keine Ausbildung oder irgendwas gemacht, weil ich damals einfach viel zu früh viel zu viel Geld verdient habe. Mhm. Außer, ja, quatschen kann ich auch eigentlich nichts, muss man so sagen. Ja. Was ist denn jetzt von dem Geld übrig geblieben? Also ich habe noch eine ganze Menge Geld. So. Das heißt, du kannst eine ganze Weile auch noch so leben, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Also ich könnte noch sehr lange so leben eigentlich, Ich habe gerade ja schon einen Anrufer gefragt, ich glaube, das war der Markus, war das, was er daraus gelernt hat. Was hast du jetzt daraus gelernt? Du siehst das ja, so wie du mir das jetzt beschrieben hast, schon kritisch und selbstkritisch. Also ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, bin ich im Endeffekt auch ein bisschen von mir selber enttäuscht, weil ich sagen muss, ich würde es in dieser Form sicherlich nicht wieder tun. Mhm. Aber da ist ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch häufig, es müsste eigentlich bedeutend schlechter sein, weil das System, so wie es aufgebaut ist, also wenngleich das natürlich, wenn man das so nüchtern betrachtet, im Endeffekt Betrug ist, ist das Ganze, wie es abgelaufen ist, jeweils immer im Rahmen der Gesetze geblieben. Ja, ja, das ist Illegales dabei. Es ist natürlich moralisch absolut verwerflich, aber es war rein rechtlich. Ja. Also wenn du sagst, moralisch ist es absolut verwerflich, so habe ich es auch gerade so verstanden, wie du es erzählt hast. Dennoch wunderst du dich, dass das schlechte Gewissen nicht noch größer ist, die Gewissensbelastung, als sie jetzt ist im Moment? Ja. Mhm. Ja, immerhin, sie ist schon da und immerhin hast du die Notbremse gezogen und bist schon mal rausgegangen aus diesem. Bist du mit dieser Frau noch zusammen? Nein. 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 Nachdem sie auch, also es hat sich natürlich. Das ist ja in einer Zeit entstanden, wo eigentlich alles noch gut aussah und alles noch wunderbar war, aber natürlich, nachdem sich da mehr oder weniger abgezeichnet hat, was dort genau passiert und natürlich auch, das lässt sich ja dann auch nicht verbergen, dass man im Endeffekt eigentlich genau weiß, was dort passiert, ließ sich das Ganze natürlich nicht mehr halten. Ich meine, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast und das auch mit so einem mehr oder weniger ausgeprägten Röntgenblick jetzt alles durchschaust, du bist ein junger Kerl, du hast wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ausgeprägte Talente, die bisher schiefgelaufen sind. Aber versuche doch das, was du kannst, wahrscheinlich bist du clever, du kannst gut reden, in einer Art und Weise einzubringen, dass du gut vor dir dastehst und dass du vielleicht vieles wieder gut machen kannst, was du angerichtet hast. Setze dein Können und deine Talente doch in einem guten Sinne jetzt ein, in Zukunft. Benutze vielleicht auch als Grundstock dein Geld, was du hast. Ich weiß ja nicht, wohin deine Interessen so gehen, aber ich meine, wenn man einmal einen großen Fehler gemacht hat, ist ja das Beste, dass man was Kluges hinterherlegt, um das wieder einigermaßen auszugleichen. Dieser Gedanke war natürlich auch da, aber es gibt sehr, sehr wenig, was man eigentlich tun kann. Es ist auch nicht so, dass die Betroffenen selber keine Möglichkeit haben, sich zu informieren. Nur das kommt natürlich immer erst hinterher. Also es gibt genug Foren im Internet, wo man über jede Firma, die auch nur ein einziges Mal irgendwas Schlechtes gemacht hat, oder teilweise sogar die nicht mal so schlechte Sachen gemacht haben, nachlesen kann. Es gibt, weiß ich nicht, es gibt Wieso und was nicht alles. Es gibt Sendungen im Fernsehen, die sowas verfolgen. Aber das kommt natürlich alles immer erst zu spät. Ich meine,
meint ja jetzt auch eigentlich deine Person betreffend, dass du dir Gedanken machen solltest, wie plane ich meine nächsten 20, 30 Jahre? Wahrscheinlich wirst du die nicht mit Nichtstun verbringen wollen. Das ist auf jeden Fall nicht geplant. Nee, und dann, ich sag's nochmal, setze doch dein Talent, und ein Talent wirst du haben. Setze das für eine ordentliche Sache ein, die wir natürlich jetzt in 3 Minuten hier im Gespräch nicht rausfinden können, was adäquat für dich wäre. Aber so kannst du doch für dich auch wieder so ein ordentliches Selbstbewusstsein kriegen, dass du sagst, okay, damals habe ich Scheiße gebaut, aber jetzt mache ich was, das hat Sinn und Zweck und da schade ich niemandem mit oder tue vielleicht sogar noch Gutes und es ist alles im grünen Bereich. Das habe ich in jedem Fall vor. Mhm. Lieber Daniel, dann wünsche ich dir gutes Gelingen dabei und dass du es schaffst. Danke. Und vielleicht telefonieren wir irgendwann nochmal und dann erzählst du mir, ich mache das und das jetzt. Auf jeden Fall. Du warst ja der Immobilienhai von damals. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dir. Tschüss. Jasmin ist hier. Jasmin ist 18. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Ja, unser Thema heißt, für meinen Erfolg tue ich alles. Was tust du denn für deinen Erfolg? Ich habe mit meinem Direktor geschlafen für mein Abitur. Oh. Damit ich durchkomme. Das haut mich aber jetzt gleich um. Ja. Und du lachst noch. Ja, ich fand das nicht so schlimm. Ich bin da durchgekommen. Die Sache ist jetzt alles, liegt alles hinter dir? Ja, ich habe letztes Jahr mein Abitur beendet. Ja. Und es war klar, dass der Direktor auf dich scharf war? Ja, nicht direkt, aber im Nachhinein ja. Mhm. Wie man jetzt sieht. Ja, aber war dir denn klar, dass du auf die Weise dein Abitur wirklich dann schaffen könntest? Ganz hundertprozentig war das nicht klar, aber ich hatte schon größere Chancen. Jetzt kriege ich gerade hier einen Hinweis von meiner Regie, die immer sehr aufmerksam mithört. Mhm. Da sagt meine Regie, es gibt ein Zentralabi und da geht das gar nicht, dass man den... Ja, aber ich hatte in der 12. Stufe hatte ich ein Drogenproblem. Mhm. Und da hatte ich mit meinem Direktor auch schon geredet, darüber halt. Mhm. Und ich hatte ziemlich hohe Fehlzeiten und wäre das nicht von... Hätte ich das halt nicht damals gemacht, dann wäre ich komplett durchgefallen. Achso, es ging um die Fehlzeiten, dass er... Es ging auch um die Fehlzeiten, ja, aber ich habe halt auch ein paar Tipps bekommen von ihm wegen der Endprüfung und ja, so hat es halt einfach alles geklappt. Mhm. Gut, das kann ich jetzt im Detail nicht beurteilen. Du hast auf jeden Fall mit dem Typ gepennt. Wie alt ist der? Ich glaube, der ist 57. 57. Und du gehst da jetzt, du bist ein Mädel von 18 Jahren und gehst da jetzt so völlig locker mit um und sagst... Ich war damals 16, ja. Ich habe einen... Wie, mein, du hast einen... Stopp. Ich bin am Studieren, mir geht's klasse und ich bereue das nicht, ehrlich gesagt. Du warst damals 16? Mit 16 macht man doch kein Abitur. Nein, ich war in der 12. Klasse, 12. Stufe. Ach so, und da ist das passiert? Ja. Mhm. Und ja, es gibt gar keinerlei üblen Beigeschmack bei dir? Wie war das denn mit dem... Irgendwie schon, ja, es ist schon ein bisschen ekelhaft gewesen, aber ich wusste ja, wofür ich es mache. Hm. Das heißt, wenn du da jetzt so locker drüber redest, wirst du in deinem Leben immer wieder mal so Sachen machen? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Wenn du... Das würde ich nicht nochmal machen, ja, weil ich jetzt mein Leben hinbekomme, auf die Reihe bekomme und das halt hinkriege. Also du sagst für dich, damals war das okay, aber ich würde es nie wieder machen? Ich würde es nie wieder machen. Warum würdest du es nie wieder machen? Ja, ich war damals in sowas wie einer Zwickmühle und heute werde ich nie wieder in so eine Situation reinkommen. Ich werde nie wieder ein Drogenproblem haben und ich werde... Aber wenn du sagst, ich würde das nie wieder machen, heißt das ja, dass du schon so eine Aktion eigentlich verurteilst, oder? Ja und nein, weil manchmal muss das einfach sein, wenn man in so eine Situation reinkommt, die Gelegenheit dazu hat. Ich finde, Jasmin, dass es nie sein muss. Nie. Es gibt überhaupt keine Begründung auf der Welt, dass man so etwas machen muss. Da muss man halt auf das Abitur erstmal verzichten und es vielleicht später nachmachen. Aber mit weißer Weste. Ja. Naja. Eigentlich schon. Du musst das für dich jetzt, für dein Leben so innerlich auf die Reihe kriegen, wie du da, vielleicht stehst du ja in ein paar Jahren ganz anders dazu, wenn du dann darüber nachdenkst. Und ich denke auch, aber wichtig finde, bin ich dann froh, dass ich letztes Jahr mein Abi geschafft habe und jetzt studieren kann. Also ich finde wichtig, wenn du sagst,
das wird nie wieder passieren. Das finde ich, wenn du für dich sagst, dass so etwas wird nie wieder passieren, das finde ich eine wichtige Aussage. Das wird auch nie wieder passieren, ja. Nein. Jasmin, die Sendung ist vorbei. Ich bedanke mich bei dir fürs Anrufen und fürs Erzählen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. In der Technik war Uwe Petersen. Das war unsere Sendung. Für meinen Erfolg tue ich alles. Morgen sind wir wieder da mit einer freien und offenen Themenrunde. 1 Uhr Radio.